Herzlich willkommen zu Let's Talk About Machine Planet. Ja, hallo, ich bin's wieder, der Tambi, mit einer weiteren Folge zu Let's Talk About Fishing Planet. Und wieder mit dem... Underwater Frank, moin moin. Ja, Tambi, wir sind jetzt hier heute nur zu zweit unterwegs. Genau. Und wollen jetzt mal so ein bisschen so, ja, das, die Live-Version, das Update quasi, mal so ein bisschen analysieren. Ja, hast du da sonst irgendwas Positives oder Negatives zu vermelden jetzt, sag ich mal, seitdem jetzt die Beta und seitdem das jetzt eine Live-Version ist? Ja, erstmal positiv, der neue See. Also die Leute, die Beta jetzt nicht gespielt haben oder nicht gespielt haben wollen können oder wie auch immer, Louisiana, ein Augenschmaus, würde ich mal sagen. Und die Wasserbewegungen an der Wasseroberfläche, die man erkennen kann, auch super geil. Was mich noch positiv so richtig annervt, ist dieses immer noch auf den Spots zu angeln. Das nervt, das ist nicht Simulation, das ist Arcade und es schockt einfach nicht. Ja, und halt der Bug, der schon öfters hier drinne war, der auch immer so wieder gefixt wurde, ist das mit den fliegenden Fischen. Ja. Also das stört mich auch immer noch, also gerade hier mit den Alligatoren und mit den Welsen, die fliegen hier manchmal durch die Gegend. Ja. Das ist echt doll manchmal, also. Ja, ansonsten, ich finde auch den neuen See, der ist echt gut gelungen. Also ich finde auch gut, dass der jetzt nicht zum High-Level-Bereich zählt, sondern eher so, sag ich mal, ja, so fast in der Mitte, ein bisschen über der Mitte angesiedelt ist. Ja, oberes Mittelfeld, ey. Genau, und ja, und am geilsten natürlich, dass man sich jetzt gegenseitig sieht, also dass das jetzt auch funktioniert. Also ich habe halt auch bei vielen gemerkt, dass das auch drastisch in die Rechenleistung geht. Also viele, die jetzt, sag ich mal, einen recht schwachen PC haben, die haben ja echt zu tun mit dem Spiel. Ja, und es ist jetzt halt auch komplett 64-Bit, also alle, die 32-Bit sind, können das Spiel jetzt nicht mehr spielen. Wird nicht mehr unterstützt. Ja. Ja, aber ansonsten, so bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber was du auch schon sagst, dass mit den Spots, das haben sie halt immer noch nicht wirklich rausgenommen. Und ja, ich wünsche mir das auch wirklich mehr, dass man wirklich random Fische angelt. Also, wenn da jetzt gerade ein Fisch in der Nähe ist, der vorbeischwimmt oder so, ne? Genau, bei Eurofishing klappt es ja auch. Also, ich meine, da sind sie ja auch animiert im Wasser unterwegs, die Fische. Genau. Kannst sie sogar direkt anwerfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Engine irgendwie Probleme macht. Da habe ich keine Ahnung von. Ja, was noch positiv ist, ist neue Fische, ne? Neue Fische. Neue Fische, Frankie. Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, auch bei Tampi und bei mir, wir haben den Tigerhecht zum Beispiel geangelt. Wir haben die Goldforelle geangelt. Ja, also gibt auf jeden Fall schon eine Menge neue Fische, sind auch viele neue Unix dazugekommen. Ja. Also das ist auch schon mal nicht schlecht, dass man da halt auch mal wieder einen Ansporn hat. Ja, was ein Tigerforellchen. Ja, Tigerforelle, da kommt jetzt die Tage bei dir, denke ich mal auch, ne? Bei mir und bei dir auch nochmal ein Video dazu. Ja. Ja, ich habe ja jetzt auch noch diese neue Regenbogenforelle, da habe ich ja heute gerade rausgehauen. Ah ja, die muss ich auch noch machen. Gibt es auf jeden Fall schon schöne Fische. Ja, der Tapun, der kommt leider erst später wieder, weil die wollen Florida nochmal komplett überarbeiten und den dann erst mit reinsetzen. Die Spekelforelle, die Alberta-Forelle da, ne? Ja, der Splake da, oder wie der heißt. Ne? Ja, oder irgendwie so. Der ist nicht so interessant, oder? Ja, ich weiß halt nicht, ob man den jetzt schon vernünftig fangen kann, weil wo wir da waren, haben wir wirklich da etliche Stunden probiert. Und das war die Beta? Und das war die Beta, also gut kann sein, dass sie das jetzt nochmal überarbeitet haben. Muss man dann mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auch ein bisschen auf unser Geld aufpassen. Wir müssen jetzt auch ein bisschen haushalten, weil in der Beta hatten wir ja quasi so immer genügend, wenn man das mal so sieht. Naja. Ja, man muss sich schon vorher irgendwie mal die Karte angucken, was für Wetter habe ich.
Was für Fische möchte Genau. ich gerne fangen und ja. Also man kann jetzt nicht einfach mehr sinnlos durch die Karte reisen, weil dann ist das Geld so schnell alle. Und ich habe jetzt auch festgestellt, also man muss wirklich, wenn man jetzt hier den 200 Kilogramm Kescher hat und dann auf die schweren Fische geht, dass man wirklich, ja, also einen Tag den Kescher so fast voll machen muss, damit man quasi die Reisekosten so ungefähr raus hat. Und dann braucht man auf jeden Fall noch einen zweiten und dritten Tag, damit man wirklich dann auch deutlich ins Positiv kommt. Oh, GZ Jo, Jambi. jo, danke. Oh, sogar ein Trophy. Jo. Ja. Ja, also nicht so viel an Sachen kaufen, wenn man noch Low Level ist. Also wirklich nur das Nötigste kaufen und Oha. ah, du, auch wieder ein fliegender Fisch bei dir hier, vier Beine. Ja. Nee, Oh, da ist also er. bevor man losfährt zum Angeln, die Taschen prüfen, ob wirklich alles dabei ist, was ihr braucht für den und den Fisch. Und Genau. dann auch wirklich nur gezielt auf den Fisch angeln, weil sonst kommt ihr echt in Schwulitäten, was Vorspulen der Zeit angeht, und das kostet dann irgendwann Bitcoins, ne? Ja, was ich halt euch auch noch empfehlen kann, ist, wenn ihr jetzt Level 1 seid und in Texas seid, dass ihr erstmal auch in Texas bleibt, damit ihr euch erstmal den neuen Kescher da freischaltet, damit ihr mindestens irgendwie einen 10-Kilo-Kescher oder so habt. Weil mit dem Vorspuren, da habt ihr jetzt ja einen Cooldown, da läuft ja jetzt eine Zeit. Und wenn ihr jetzt im Mudwater seid und den Kescher da, den 3-Kilo-Kescher da ständig voll habt, da macht ihr dann nicht viel Geld, sag ich mal. Also nicht, da kommt ihr nicht ins Positive, deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, erstmal in Texas eine Weile zu bleiben. Ja. Hast du sonst noch irgendwie was Negatives oder so? Ja, negativ. Ja, wir haben jetzt eigentlich das so aufgezählt, sag ich mal. Ja, ich finde es halt. Ja, mal gucken. Also, ich freue mich halt auch aufs Nachtangeln, auf jeden Fall, dass man hier rund um die Uhr angeln kann und nicht immer nur bis 21 Uhr und dann ist vorbei. Das wäre mal Ja, was. die 3D-Avatare wünsche ich mir auch nochmal ein bisschen mehr. Customization, dass man da ein bisschen mehr Kleidung und sowas alles hat. Ja, hast du schon wieder einen? Aber das gibt's ja gar nicht. Zwei Dinge hintereinander, ne? Ja, was ich sonst noch sagen wollte, ja, dass ich mir, das, ja, das wollten wir beide zusammen auch nochmal ansprechen wegen den Gästen. Ah ja, genau. Also wenn ihr jetzt wirklich mal Lust habt, schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr jetzt mal auch mal an so einem Interview teilnehmen wollt. Weil im Ja, ihr Bierstübchen müsst haben. nicht Bierstübchen irgendwie registriert sein oder so. Wenn ihr das Video seht, schreibt bei uns in die Kommentare rein. Ihr könnt auch bei mir auf meinen Kanal reinschreiben. Oder beim Underwater Frank, völlig egal. Hauptsache, da kommt mal eine Bewerbung für so ein Interview. Genau. Und mal sehen, was denn andere Leute, die jetzt nicht im Bierstübchen sind, weil da kennen wir meistens ja die Meinungen von den ganzen Leuten, Ja. was Außenstehende halt auch zu dem neuen Update sagen und so. Es würde uns mal echt interessieren. Ja, genau. Also das wäre auf jeden Fall mal interessant. Also ihr habt jetzt ja noch ein bisschen Zeit, sag ich mal. Und wäre aber ganz gut, wenn wir das irgendwie innerhalb der nächsten Woche dann machen können. Also dass ihr irgendwie abends mal 20 Minuten irgendwie mal Zeit habt, ist jetzt auch wirklich nichts Schlimmes. Da ja, braucht ihr keine Angst vor haben. Und ja, wird uns auf jeden Fall freuen, wenn wir da ein paar positive Kommentare kriegen, dass ihr Lust habt. Ja. Klar. Einfach nur ein bisschen Ja. angeln und über das Spiel schnacken halt, ne? Ganz normal. Genau, also es ist jetzt halt nichts Schlimmes, ne? Also wir stellen uns halt zusammen an einem See. Wenn ihr jetzt auch natürlich Low-Level seid, dann kommen wir natürlich zu euch. Ne? Dass wir halt auch zusammen mit den 3D-Avataren, dass man uns hier dann auch gegenseitig sieht. Und dann halt einfach, ja, ne, so die allgemeinen Erfahrungen, die ihr bisher gemacht habt, positiv, negativ, Verbesserungsvorschläge. Also es ist wirklich nichts Schlimmes. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen und hören wir uns in der nächsten Woche wieder, ne, mit Let's Talk About Fishing Planet. Genau, und dann vielleicht schon mit einem neuen Gast, ne? Genau. Ja, ich hätte noch einen in petto, aber das wäre dann eher eine Überraschung. Ja, Okay. dann würde ich sagen, Frankie, danke. Ja, danke auch an dich, Tambi, ne? Ja, und dann hören wir uns nächste Woche, ne? Ja, alles klar. Moin, Dann moin. moin moin. Tschö.